Okay, ja, dann laufen noch neben mir Söldner rum, die ich glaube, könnten da schneller hinsprinten oder halte ich mich selber für am schnellsten, bevor ich den dafür überzeugt habe, Du das zu hältst dich holen. selbst für am schnellsten. Ja, gut, dann sprinte ich jetzt selber los an allen vorbei und schreie aber die ganze Zeit dabei: Sucht Spiegel! Weiß ja nicht, ob noch mehr antwortet. Ich Oh, hoffe schöne einfach. Idee. Gut, Eldan, dann kannst du in das Zimmer von Yalan ja reinlaufen. Ja, würde wohl nicht abgeschlossen sein. So vorsichtig war Yalan bisher noch nicht. Und kannst da dann einen riesigen Spiegel entdecken, der wohl für deine Zwecke geeignet ist. Möchtest du nach Der oben so wieder sprinten? ist der so groß, dass ich den tragen kann, Den oder? kannst du tragen, ja, aber das Ja. ist schon gewaltig, ne? Also kannst du gerade noch so tragen. Ja gut, dann renne ich, nehme ich den Spiegel, renne wieder nach oben und versuche auf dem Weg irgendeinen Söldner zu überzeugen, mir zu helfen, damit ich da nicht komplett. Athletikprobe. Ach du Scheiße. Das hätte man kommen sehen können. Ja, Aber ne. genau das wollte ich haben. Ich laufe mein eigenes Quartier. Ich habe einen Handspiegel zum Rasieren. Ahmad wollte in die Klaschembe gehen. Richtig. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ja. Ich überlege gerade, was muss ich denn neu würfeln? Ah, nur die 20. Ich würfel nur die 20 neu. Ahmad, was willst du in der Klaschembe tun? Ich schrei die Köche an. Gibt's hier irgendwo Salz oder sowas? Salz, wir haben einige Salzstreuer Ich brauche verloren. Gewürze, verdammte Scheiße. Gewürze, ja, Alles die hier. Säcke voll. Mehl, was auch immer. Mehl, hier sind 2 Säcke Mehl. Wie schwer ist so ein Sack? 20 Kilo. Alles klar. Ja, dann nehme ich die beide und renne nach oben. Beide? Ah. Okay, 40 Kilo Nein, jeweils 20 in einem. Kilo, ich habe Körperkraft 16, das Ja, reicht. doch, klar, das kriegst du hin. Ist echt unhandlich, aber das kriegst du hin. Ja, Ich wurde ich hab's runter. nicht geschafft. Gut, Was dann genau null ist über. Ahmad mit 2 Mehlsäcken wieder am Oberdeck. Eldan, du hast den Spiegel und, oh, du bist hingefallen. Verdammt. Na gut, der Vorteil, jetzt hast du viele Spiegelstücke, die könntest du an die Mannschaft verteilen. Der Spiegel ist nämlich gesprungen, gesplittert. Die müsstest du jetzt Scherben wieder aufsammeln, aber gut. Ja gut, ich brülle alle, die neben mir herlaufen, einfach an. Auch ganz egal, wer das ist, ob das jetzt ein Koch ist, ob das ein Söldner ist. Er soll sich ein Spiegelteil nehmen. Das würde die Dämonen sichtbar machen. Los, los, holt euch Spiegelteil, das macht die Dämonen sichtbar. Los! Das wäre jetzt mein Plan. Und ich würde selber ein großes Stück nehmen und nach oben laufen. Was tut Dort. Yala? Wenn hier unten Ruhe eingekehrt ist und die Leute wieder beisammen sind und Korra vielleicht endlich mal was tut, stampfe ich den Turm hoch, den Schützenturm. Ja, Kohlrabi ist genauso leer gezaubert. Die hat sich auch mit einem Balsam um die Verwundeten gekümmert. Die ist leer. Dann hoffen wir mal, dass Abel mir was kann. Oder Weiß ich, dass Alraunrauch Gotongis vertreibt? Muss ich Magiekunde Magiekunde. oder? Magiekunde, na klar. Um erschwert um? 7. Es sei denn, du hast die Nö. Spezialisierung. Nö. Gelungen. Ja, doch. Das kriegst du hin. Von Spiegeln und Kindern hast du keine Ahnung, aber bei dir wurde wohl gelehrt, dass Weihrauch helfen könnte. Alraunrauch. Ich würde mal so einen Gardisten schnappen, Schützen. Holt den Alchemisten, diesen. Ja, ist unten in seiner Kabine, müsste er sein. Los! Beeil dich! Ihr sollt Alraun mitbringen! Alraun? Jawohl, mein Herr, Alraun. Renn Beeil los. dich! Spiegel, was mache ich jetzt damit? Ja, habe ich eine genaue, erinnere mich genau, was jetzt der Vorgang mit dem Spiegel ist, oder muss man einfach in den Spiegel schauen und dann, wenn da ein Dämon ist, sieht man den in der Spiegelung? Ja, genau das. Ja. Schaut in den Spiegel! Damit könnt ihr sie sehen. Na gut, ich halte den Spiegel hoch, schau hinein und ziehe meinen Rapier, der immer noch Waffenbalsam drauf haben dürfte. Okay, ja, Kiaras, du siehst über dir, ja, bekommst erstmal einen Schadenspunkt und dann siehst du über dir 5 fliegende Wesenaugen, die in einiger Höhe ja da sitzen über euch und euch betrachten, immer wieder unheimlich blinzeln, obwohl sie keine Augenlider haben. Es ist ein ganz unangenehmes, ziehendes Gefühl. Ich komme sicher nicht irgendwie an die ran, oder? Von der Position aus nicht. Nee, die sitzen über euch.
Gut, komme ich ran, wenn ich auf den Turm kletter? Du kannst auf den Turm klettern, das würde dir gelingen, ja. Gut, dann gehe ich auf den Turm und versuche von da aus einzureisen. Eldan, dir, du kannst erkennen, wie wohl einige Leute jetzt mit den Spiegelscherben in der Hand nach oben versuchen zu starren, sie dann aber allerdings alle aus der Hand fallen lassen und sich an die Augen greifen und unter Schmerzen ja versuchen, irgendetwas zu bekämpfen, was jetzt in ihrem Kopf ist. Okay, das ist vermutlich nicht gut. Habe ich eine Ahnung, kommt das einfach davon, dass sie die Viecher direkt angeguckt haben? Oder was ist meine direkte Meinung jetzt dazu? Was weiß ich über Gitongis überhaupt? Kann man die überhaupt treffen? Wie läuft das? Die sind ziemlich verwundbar. Das sind eigentlich keine Kampfdämonen. Die sind nur dazu da, um Leute auszuspionieren, um dem Beschwörer oder anderen Dämonen zu zeigen, wo sich jemand aufhält. Vielleicht also um andere Dämonen zu schicken. Also würde ich einen Bogenschützen für fähig halten, die Viecher abzuknallen. Ein Bogenschütze kriegt das hin. Wenn er ihn direkt sieht, dann ein einziger Pfeil und der ist weg. Okay. Die ganzen Bogenschützen sind aber vermutlich oben auf dem Turm, richtig? Die sind oben auf dem Turm. Ja, dann stimme ich auch oben auf den Turm. Super. Was aber tun die anderen? Jalan? Wenn ich mittlerweile oben bin, packe ich mir den, der am lautesten ruft oder der, der zuerst gerufen hat, am Kragen und schüttel ihn das ein bisschen. Dass hier ja wohl Ruhe einkehrt, Verdammte! Wer seid ihr denn? Verdammt, Dämonen! Überall Dämonen! Ja, dann steh nicht rum und schrei wie blöd, sondern tu was dagegen! Ich kann sie nicht sehen! Dann halt die Füße still und bleib in Deckung, aber mach hier keine Panik! Magister Abel mir hat gesagt, hier ist alles voller Dämonen! Das ist nicht wahr. Ich sagte, es sind 5 Dämonen und die tun euch nichts. Sie beobachten nur. Sie sind unsichtbar. Hier seid ihr. Gut. Tut was dagegen. Einer der Schützen kommt gerade wieder den Turm hochgesprintet. Du kannst hinter ihm wohl humpelnd Bollstedt erkennen, der dann mit 3 Pflänzchen in seiner Hand euch entgegen humpelt, läuft. Gib her. Ich zeige auf die Alraunen, die er wahrscheinlich hoffentlich in den Händen trägt. Tja, bringt er dir. Ich würde dann meinen Stab entzünden, also zur Fackel. Ja. Die Alraunen, sehen die schon sehr trocken aus? Also brennen die leicht oder sind die noch knackig, saftig, frisch? Die waren bis eben eingelegt in Öl, damit sie nicht verfaulen. Ach so. Also die brennen richtig gut. Ja, ich weiß nicht, ob Öl jetzt wirklich, also es ist jetzt kein brennbares Öl, sondern einfach nur was zum, damit sie einfach nicht vertrocknen, ja. Also ich würde probieren, die Alraunen etwas anzuflemmen, damit sie Rauch abgeben. Weil sie die irgendwie, ich stelle mir gerade so vor, wie die Pflanzenwurzeln, die sind ja relativ trocken wahrscheinlich. Mhm. Und die anzuflemmen und jeweils einem Gardisten oder einem Schützen in die Hand zu drücken und zu ihm sagen, begib dich dorthin, in die Ecke, du, dorthin. Und wo die halt ein bisschen strategisch positionieren, dass sozusagen dieses wie Leuchtfackeln. Genau, die Turmoberteile so ein bisschen freigehalten wird. Okay. Während du das tust, jeder einen Schadenspunkt. So, Ahmad. Was wollte Ahmad tun? Die Mehlsäcke. Du stehst jetzt mit 2 Mehlsäcken auf dem Hauptdeck. Ja, der eine wird einfach lallend, wortlos in die Hand gedrückt. Und wenn ich dann da irgendwo ein Spiegel rumliegen sehe und dann auch das Gebrülle von den Leuten gehört habe, würde ich mal in diesen einen Mehlsack, den ich da gehabt habe, aufreißen, eine Handvoll Mehl rausnehmen und dann in den Spiegel reinschauen. Mit einer zerbrochenen Spiegelscherbe? Genau. Okay, du bekommst 2 Schadenspunkte und deine Augen fangen an zu bluten. Du hast nichts gesehen. Das ist nicht gut. Und ich nehme an, jetzt sehe ich nichts mehr. Erstmal, ja, also tut weh auf alle Fälle. Dann versuche ich da nochmal reinzugucken. Ja, wenn du deine Spiegelscherbe wieder so ein bisschen drehst, 2 Schadenspunkte nochmal. Das ist nicht gut. Du siehst nichts. Alles klar. Dann funktioniert der Plan nicht. Magier sind scheiße. Moment, Ahmad leise. Und fängt dann einfach mal an, Mehl random irgendwo hinzuwerfen. Okay, so schöne Wolke, die dann langsam nach unten sinkt. Genau. Ja, okay. Das kannst du tun.
Eldan, du erreichst auch das Oberdeck, da wo du hingehen wolltest mit der Spiegelscherbe und kannst jetzt eben auch hören, wie Abel mir jetzt die Rauchfackeln verteilt. Jalan steht da und ich glaube Kiaras auch. Okay, aber das mit dem Rauch sagt mir als Einzelperson nichts, richtig? Das wurde bei dir nicht gelehrt, nee. Ich schaue ihn an, was tut ihr? Dieser Rauch von den Alraun vertreibt sie. Ähnlich wie Weihrauch, glaube ich, habe ich gehört. Also, ich wollte einen Spiegel bringen, aber er war schwerer als gedacht. Ihr bringt Abel, also Götter und Kulte. Grunde. Na, komm her. Hm. Ah, den ersten nehmen wir. Ja, zerbrochene Spiegelscherben sind natürlich denkbar ungünstig. Du kannst mir gleich erklären, warum. Jetzt stehe ich mir so im Schlauch. Warum soll es ungünstig sein? Weil das Zeichen von Amazeroth ist und nicht unbedingt von Hesinde. Und damit gehören sie zur Sphäre von, naja, den Gotonkis. Nehmt diese verdammte Scherben weg. Die helfen den Dämonen eher, anstatt ihnen zu schaden. Ihr hättet einen kompletten Spiegel mitbringen müssen. Das habe ich versucht. Hier, nimmt meinen. Der ist nicht zerbrochen. Ihr habt einen Spiegel bei euch? Natürlich. Wie soll ich mich sonst rasieren? Weniger reden, mehr machen. Wie ist der Rauch, die Entwicklung inzwischen? Wenig, aber du weißt, okay, wenn du den Spiegel jetzt von Kiaras in die Hand gedrückt bekommst, dann könntest du ja nochmal hingucken. Aber Rauchentwicklung ist wohl ganz gut. Das hat wohl funktioniert, was du getan hast. Dann würde ich nochmal an Odem wirken. Gucken, ob die jetzt vertrieben worden sind. Oder ob die jetzt auch noch umhängen hier. Wiederum plus 4, oder? Ja. Gleicher Schwernis, plus 3 war das. Ach, plus 3, okay. Gut, dann jag ich selbst weiter nach den Wesen. Warum schiebt jetzt mit mir 23 drin, ne, gerade? Sorry. Ich reiß einem von den Schützen den Bogen aus der Hand, die sind ja jetzt so nichts gut. Karas, halt mal den Spiegel! Hier, bitteschön. Halten, nicht geben, ich brauche beide Hände. Ja, ich weiß, hier. Ich sag mir, wenn das richtig ist. Bisschen nach links. Ist das irgendwie, führt das zu was oder kriege ich da keins hier rein? Ich würde mal sagen, Kiaras darf eine Fingerfertigkeitsprobe machen und du darfst eine Sinnesschärfe würfeln. Mhm. Das ist natürlich schwer. Wenn du nach links sagst, dann geht der Spiegel irgendwie nach rechts oder ist natürlich alles dann gespiegelt und dann, dass du links meinst, sollte eigentlich rechts sein. Schon schwer, wenn man sich da gegenseitig die Sachen zuschustert. Das dauert ein bisschen länger, aber kannst ihn dann irgendwo finden, wie er da gerade abtreibt, gleich nach oben wandert. Anlegen und drauf. Also mein Odem ist gelungen. Ja, du schaust nach oben und siehst wohl, wie eins der Augen aufplatzt und sich dann wie Sprühregen aus magischer Energie verteilt. Die anderen vier, die übrig geblieben sind, treiben ab. Sie fliehen. Zum Glück. Wir haben es geschafft, hoffentlich. Ich kann allerdings nicht sagen, wie lange sie wegbleiben. Ich drück dem Schützen erstmal wieder seinen Bogen in die Hand. Siehst du, so macht man das. Weniger schreien, mehr schießen. Ich habe gar nichts gesehen, der Pfeil ging fehl. Er ist gestorben. Verbannt worden in die Niederhöllen, meinte ich. Der Schütze schaut nach oben. Da ist doch gar nichts. Der Pfeil kommt doch runter gleich. Vertraut mir. Hört auf den Magier, der weiß, was er tut. Jawohl. Ja. Aber mir, ich möchte stündlich einen Überblick, also eine Überprüfung des Oberdecks haben. Ist das klar? Sprecht euch mit Kokob und ihren Novizen ab. Das wird nicht möglich sein. Diese Zauber sind sehr kraftintensiv. Ich kann nicht jede Stunde einen neuen Zauber wirken. Gut, dann sucht einen Takt, der funktioniert. Wie gesagt, Kolrab, Novizen, Jasper ist auch irgendwo. Das wird schon. Wie befehlt, Captain. Du, Gardist, hol Kohlepfannen und stell sie in Ecken auf. Kohlepfannen, ja? Ja, machen. Spezielle jetzt. Kohle? Nein. Okay. Wir brauchen mehr Alraunen. Ich habe keine Alraunen. Er klopft sich so ein bisschen die Tasche ab. Frag Albert.
Jawohl, er rennt los. Du kannst wohl noch hören, wie er einen herumstehenden Gardisten, der nach oben guckt, gerade fragt, weißt du, wer Arbeit ist? Nee, keine Ahnung. Den Alchemisten! Das hört er nicht mehr. Streik ihm der. Okay, gut. Ja, etwas mehr Ruhe kehrt ins Schiff ein, nachdem dann Ahmad im Deck oder auf dem Oberdeck herumgelaufen ist und Mehl überall verstreut hat, die beiden Säcke jetzt geleert sind und ihr dann nach und nach runtergehen könnt mit einem unguten Gefühl im Bauch, jetzt auch aus Nase und Ohren blutend, also quasi jeder von euch, weil ihr wohl das Hauptziel dieser Dämonen wart. Natürlich waren wir das. Wie geht es weiter? Offiziersbesprechung. Man kann wirklich keine noch so kleine Pause hier kriegen. Nein. Passieren kannst du dich hinterher, Kiras. Wir müssen vorsichtig sein, es sind Spähdämonen. Werden vermutlich nicht der wahre Angriff sein, der wird noch kommen. Der wahre Angriff kann nicht kommen, wenn sie nicht wissen, wo wir sind. Wollen wir hoffen. Gut, meine Herren. Wir haben das Gift, wir haben Boran überlebt. Jetzt müssen wir nur noch eine Seeschlange finden. Ist Jasper aufgetaucht? Bisher noch nicht. Ihr habt ihn noch nicht weiter gesucht. Okay. Er war zumindest nicht im Unterdeck. Jasper wird sich das Gift besehen müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass es richtig ist. Wie aber das kann er dann installiert Ruhe tun. Man denn eine Seeschlange, Captain? Hat sich damit schon jemand befasst? Da wird Ahmad als derjenige, der die Arche formen kann, hoffentlich etwas herausfinden können. Notfalls befragen wir die Steuerfrauen, die werden... Und das wird in ihrem Interesse sein, eine neue Niere zu bekommen. Wie applizieren wir den Seeschlangen das Gift? Mit Harpunen natürlich. Außer Jasper hat eine andere Vorstellung. Wäre es nicht einfacher... dieses Gift direkt in ihren Rachen zu schleudern? Und das wollt ihr wie tun? Soll ich euch eine Steinschleuder geben, in die wir eine Glasflasche mit dem Gift legen und ihr stellt euch vorne auf den Bug und wartet, bis einer zubeißt? Vielleicht sollten wir die Seeschlange zubeißen lassen. Ein Köder. Das könnte funktionieren, ja. Ein Ruderboot und da packen wir... ja? Irgendwas Schmackhaftes drauf. Wir können versuchen, ein paar Fische zu fangen. Gut. Ahmad, ich denke, wir sollten erst einmal ein wenig Kurs Nordost nehmen, durch den Sturm, damit man uns nicht mehr so leicht folgen kann. Wenn wir vor Maraskan liegen bleiben, besteht vielleicht die Gefahr, dass man uns relativ schnell aufspürt. Wir wurden bereits aufgespürt. Ich meinte mit profanen Mitteln. Ihr meint? Ich habe bereits einen Kurs ermittelt, der uns so gut wie möglich dorthin durchbringt. Ebenso, Kiaras, kümmert euch darum, dass die Galeere unter Bord vollständig gelöscht wird. Und danach können wir sie der Arche zu Reparaturzwecken zuführen. Gut, verstanden. Es klopft einmal sehr hölzern gegen die Tür, Holz gegen Holz, und die Tür wird aufgestoßen. Haswurf hat wohl gerade mit seinem Holzbein gegengetreten und er... knurrt einfach nur noch Abenteuer. Und neben ihm, hinter ihm, kommt dann auch ein Numinoros hinein und beide wie selbstverständlich setzen sich dann dazu. Die Tür wird wieder zugemacht und ihr habt jetzt eine Ferdi und ein Zwaffnik geweihten in eurer Kabine. Abenteuer, setzt euch doch. Abenteuer. Wer ihn noch nicht kennengelernt hat, das hier ist Numinoros. Wir haben ihn aus einer Zelle in Buran befreit. Für den ich bin euch doch recht dankbar für die Rettung aus der Gefangenschaft dieser Paktierer. Ich möchte mich mal kurz vorstellen, Numinoros, meines Zeichens Effortgeweihter. Und ich bin doch, wie gesagt, dankbar, aber etwas verblüfft, dass dieser Angriff dieser Stadt galt und würde gerne erfahren, was sich dahinter verbirgt. Bei den Man und Moon. Ja, genau, Ahmad hat genau hingehört und
findet es wohl gut, dass er erst einmal Effort auch in den Mund nehmen kann. Ja, richtig. Man weiß ja nie bei den ganzen Leuten. Ja, richtig. Nun, wir mussten aus den Kellern der Garnison etwas besorgen, das für unser weiteres Vorgehen wichtig ist. Ihr habt Menschenleben gegen Waffen getauscht? Wollt ihr mir das sagen, Kapitän? Nicht nur, aber auch. Der Angriff galt der Erbeutung von im weitesten Sinne Waffen, ja. Das heißt, ihr habt eure Söldner in den Schlund der Niederhölle gebracht, habt sie von einem Schruf zerfetzen lassen, wenn ich das richtig gesehen habe, viele eure Männer geopfert, einige verwundet zurückgelassen. Wir haben Hafax einen unermesslichen Schaden zugefügt und den Hochbaktierer des Xafai selbst geschlagen. Wir haben Rondras Werk getan und auf dem Weg noch einige Waffen erbeutet. Rondras Werk getan. Es ist immer simpel, wenn man es nicht aus kriegerischer Sicht sieht, Aktionen zu hinterfragen. Und doch jede Aktion, vor allem dieser Angriff, hat mehreren Zwecken gedient. Erstens haben wir Waffen erbeutet, die wir benötigen, um den nächsten Angriff zu führen. Zweitens haben wir euch gerettet. Drittens haben wir den Hafen von Boron in Schutt und Asche gelegt. Viertens haben wir dem Feind erheblichen Schaden zugefügt und die Moral des Feindes geschwächt. Ich glaube nicht, dass Paktiere eine Moral besitzen, vor allem nicht, wenn sie unter Hafax dienen. Glaubt nicht jeder der Feinde ist ein Paktierer. Viele der Feinde sind einfache Männer, die falschen Idealen folgen. Oder wollt ihr behaupten, jeder einzelne Kamadgardist wäre ein Paktierer? Ei, das behaupte ich. Glaubt ihr wirklich, sie besitzen eine Moral? Dann sind sie sehr schwache Paktierer. Glaubt ihr wirklich, sie besitzen eine Moral? Glaubt ihr, sie rennen weg, wenn die Niederlage droht? Was glaubt ihr denn, was passiert, ja, wenn... Ei, das tun erlebt. Sie. Glaubt sie laufen weg, sie fliehen, sie brechen, wie jeder einfache Mann. Ihr wisst schon, was passiert mit Paktierern, mit Kamadgardisten oder der Roten Legion oder irgendwelchen anderen Teufeln, wenn sie wegrennen. Sie werden von ihren eigenen Männern umgebracht. Ja, das hat man denen den Helmwort wohl nicht erzählt. Vorteil für uns, oder nicht? Ah, okay. Wo habt ihr noch zuletzt gedient, Numenoros? Auf der Zyklop. Warum? Zyklop? Welcher? Zyklop aus Pericom. Wir haben nämlich zufällig vor einiger Zeit einen Zyklop aufgenommen. Aufgebracht und... Nun, die war nicht unbedingt sehr göttertreu besetzt. Gibt sicherlich einige Schiffe, die... ähnliche Namen tragen. Perle von Kunchum, Perle von Pericum, Kunchum, Alanfa, Sturmbringer. Was meinen Sie, wie viele Effortstreue ich schon gesehen habe? Numenoros, was wisst ihr über Seeschlangen? Fiese Viecher. Ei, Abenteuer. Ziemlich groß, ich würde sagen so um die 40, vielleicht 50 Meter. Gibt einige etwas weiter östlich von hier, in den Sargasso-Feldern. Haben Sie Vorlieben, Abneigung? Abneigung? Ich glaube, Sie hassen es, wenn man Ihre Brut umbringt. Was fressen Sie? Was Sie fressen? Außer Schiffe. Wale, Delfine... Delfine? Na, Schiffe greifen sie normalerweise nur an, wenn sie aus Versehen für sowas wie einen Wal halten. Sonst normalerweise, wenn die Schiffe zu klein sind, werden sie meist in Ruhe gelassen. Das basiert dann alles eher auf einem Versehen. Ist ein toter Delfin dem Effort immer noch heilig? Ja, ein Delfin ist generell immer heilig. Es kommt darauf an, ob wie die Todesursache war. Kann auch sein, dass er eben deshalb für Paktierer Dinge benutzt wird als Opfergabe. Und wäre der noch heilig, dieses Tier? In diesem Fall? Wie ich bereits sagte, tote Delfine sind quasi immer heilig. Wie sie am Ende dann, wenn sie für Schandtaten benutzt werden, dann basiert eben diese Schandtat darauf, dass es eben heilig war und jetzt... Was habt ihr vor?
In mir reift ein Plan. Ich weiß allerdings nicht, ob er 12 Götter gefällig umsetzbar ist. Vielleicht sollte Jalan etwas ausholen und den höheren Zweck unseres Aufenthalts hier auf dieser Arche zu erklären. Euch zu hören, wie ihr diese Worte aussprecht, scheint mir ein wenig heuchlerisch. Ihr wisst von den Splittern, ja? Von den Splittern? Die Abteilchen benutzen, um die Kontrolle über ihre Reiche aufrechtzuerhalten. Ihr meint die Überbleibsel der Dämonenkrone? Ei. Ei. Nun, Xeran hat einen, wie ihr sicherlich wisst. Und wir planen, ihm eben jenen abzuluxen. Xeran hat einen Splitter? Xeran hat einen Splitter. Den der unbarmherzigen Asäuferin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hätte angenommen, dass der bei Paligan liegt. Wer auch immer ihn hat, bald wird er ihn nicht mehr haben. Um das zu erreichen, brauchen wir diese Reiche. Und sie muss funktionieren. Na, wie funktioniert sie denn? Ich habe keine Segel gesehen. Richtig, sie, wie ihr sicherlich gesehen habt, läuft sie über Wasser, weil sie weniger ein Schiff ist und mehr ein Lebewesen. Wenn ihr sehen könnt, ich stoß mir irgendwie an der Wand an, wenn man sehen kann, hat sie Adern, durch die Flüssigkeiten fließen. Unwasser, wie Doschek das sagt. Das ist relativ eindeutig Unwasser, ei. Und damit wird sie angetrieben. Jasper ist nicht hier, Doschek ist nicht hier, gut, dann erzähle ich es ihm selber. Und offensichtlich muss dieses Unwasser von einer sogenannten Niere gefiltert werden. Wie wir kürzlich erfuhren, hat man für so etwas früher Menschen oder Delfine verwendet. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, können wir so etwas nicht tolerieren. Selbstverständlich nicht. Wir werden also eins von ihren Geschöpfen selbst verwenden, um das Unwasser der Arche zu filtern. Einmal mehr die Schöpfungen, auf die Arche geklopft, die Schöpfungen der unbarmherzigen Asäuferin gegen sie selbst zu wenden. Agriotatus. Nur so eine theoretische Frage. Kann ich auf Magiekunde würfeln, um herauszufinden, wie geeignet eine Seeschlange dafür überhaupt ist? Also hat die genauso viel Leistung wie ein Delfin oder habe ich da eher so das Gefühl, weil das halt kein Effortwesen ist, dass das deutlich schlechter funktioniert? Funktioniert das vielleicht sogar besser? Herausfinden? Hast du Anatomie? Nein. Ja, dann würde ich dir eine, ich weiß nicht, Heilkunde Wunden. Gib mir mal eine Heilkunde Wunden plus 5. Ich will da eher Anatomie haben. Also einfach verschiedene Attribute oder Talente abfragen. Ist ja langweilig, wenn ich euch immer das gleiche abfrage. Ja, geschafft. Mit der Ableitung passt, ja. Das ist definitiv auch abhängig davon, wie lange so ein... Also es geht jetzt ja wirklich darum, dass Unwasser gefiltert wird. Und das passiert eben über organisches Material. Und eine Seeschlange hat natürlich unglaublich viel mehr organisches Material, wo dann eben dieses Unwasser durchfließt und dass das eben als Filter funktioniert, dass dann eben die Schmutzstoffe in dem Fleisch hängen bleiben. Das ist das Prinzip einer Niere. Also theoretisch müsste das eigentlich sehr gut funktionieren. Das ist perfekt, das ist super, also. Ich verrate dir übrigens auch einmal die Dinge, die bei einem Nierenversagen auftreten, die Symptome. Das kannst du dann gleich einmal zum Besten geben. Also theoretisch müsste eine Seeschlange als Niere sehr gut funktionieren. Die Frage ist natürlich, wie groß diese Seeschlange ist.